Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Info Diego. Ja, ich glaube, jetzt ist mal langsam ist mal Zeit, dass ich euch mal ein bisschen was erzählen muss, was jetzt nicht unbedingt mit dem LS zu tun hat. Ja. Gut, die Leute, die meinen Kanal schon länger gucken, wissen, dass das war schon immer ein bisschen holprig beim Diego. Ja, auch ist, ich glaube, der Diego ist auch der einzige Typ auf ganz YouTube, der so mit seinen Fans umgeht, wie ich. Ja, ja, das hindert euch nicht daran, mich trotzdem hart zu feiern und das wiederum finde ich extrem krass. Das ist, ihr hört einfach nicht auf, liebe Kommentare zu schreiben, ihr liked immer noch meine Videos, gut, mit den Klicks, das ist weniger geworden. Ich habe nur noch ein Viertel der Klicks, die ich früher mal hatte. Denke, liegt aber auch so ein bisschen am Game. Ne? Der 19er hat halt ganz am Anfang voll reingeschissen und dann sind die Leute halt abgewandert. Ne? Gut, klar gab auch viele, die halt nur sich auf Altenstein beschränkt haben und naja gut. Es ist wie es ist. Ich feiere euch trotzdem extrem hart. Ja? Auch wenn ich euch das nicht immer so zeige. Und ich finde das, find das echt super. Ne? Jetzt gibt's aber auch noch den privaten Diego. Es muss ja irgendeiner muss ja diese ganze Maschinerie hier am Kacken halten. Ne? Und ja, wie soll man das sagen? Ich bin eigentlich im Real Life so die totale Schlampe. Ne? Ich bin einer der unordentlichsten Menschen, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und deshalb, wahrscheinlich deshalb, also ich versuche mich ja auch selber zu erklären, deshalb möchte ich in gewissen Sachen einfach eine gewisse Ordnung haben. Wahrscheinlich, weil ich sonst Amok laufe. Ja. Und im Moment sind diese Sachen alle bei mir ungeordnet. Ja. Es ist nichts Schlimmes, abgesehen jetzt davon, dass zum Beispiel solche Sachen nebenbei passieren, wie dass der Jan gestorben ist. Gut, das kommt jetzt keiner an, das kam jetzt nochmal over the top, ja. Nein, ich meine so andere Sachen, wie zum Beispiel, wir haben ein Haus gekauft, ja. Vor 10 Jahren, ziemlich genau, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem wir uns finanziell überhaupt kein Haus leisten konnten, ja. Ich habe damals noch mein Meister-BAföG zurückbezahlt, zum Beispiel. Das durften wir nicht mal angeben. Ja, wir hatten da, weil wir Fördergelder vom Staat gerade haben wollen, also ich weiß gar nicht genau, vom Land, irgendwas, da, auf jeden Fall Fördergelder. Ja. Ist ja egal, wer ihm das Geld gibt. Das war jetzt auch nichts, dass man da was geschenkt kriegt, also gewisserweise schon, und zwar ein zinsloses Darlehen. Ne? Wir kriegten da von so einer Bank, das ist im Prinzip noch so eine Altlast von der Nachkriegszeit. Also Wiederaufbau für Deutschland. Da gibt es immer noch so Töpfe, die hin und wieder mal angekurbelt werden. Und ja, ein zinsloses Darlehen und so weiter und so fort. Und das war alles spitz auf Knopf gerechnet. Und wie gesagt, ich durfte, wir hatten halt eine, die das gemacht hat für uns. Diese ganzen Anträge stellen und so. Die hat zwar auch 1500 Euro dafür genommen, so ein paar Zettel auszufüllen. Aber ohne diese Tante hätten wir das wahrscheinlich gar nicht hingekriegt. Ne? Weil das ist nicht ganz einfach. Wenn du nur ein falsches Kreuz setzt, kriegst du die Fördergelder nicht. Ne? Das ist leider so. Und ja, und die sagte halt damals, sie können nicht sagen, dass sie BAföG zurückbezahlen müssen. Dann kriegen sie den Kredit nicht. Ja? Sie können sich den Kredit gar nicht leisten. Und BAföG taucht aber in der Schufa nicht auf. Also wenn du denen das nicht sagst, dass du BAföG zurückbezahlen musst, dann wird das nie einer erfahren. Ja. So, und also so bin ich zu meinem Haus gekommen oder wir zu unserem. Also wenn es so schon anfängt. Ne? So, jetzt hat sich das aber Gott sei Dank das Blatt gewendet. Ich meine, wir konnten das jetzt nicht wirklich absehen, dass sich das mal ändert. Aber hatten es natürlich gehofft, dass sich das mal ändern wird. Und so ist es ja auch mittlerweile. So, damals war das so, die Volksbank, also wir hatten das damals bei der Volksbank gemacht, die hat nicht, nicht länger als 10 Jahre das Darlehen festgesetzt. So, und jetzt geht halt los. Ne? Die 10 Jahre waren rum,
Die Zinsen sind ins Bodenlose gestürzt. Die waren damals schon gut und sind jetzt nochmal ins Bodenlose gesunken. Und die Volksbank in Paderborn war leider zu dämlich. Ja, die sind wirklich zu dämlich. Und daraufhin haben wir die Bank gewechselt. Jetzt muss man dazu sagen, mein erstes Konto hat mein Papa für mich bei Volksbank angemeldet. Ja, das war mein Taschengeldkonto. Ja, also ich kriegte mein Geld nicht BAT, so wie das, ich denke mal, bei den meisten damals, zu meiner Zeit jedenfalls üblich war. Sondern ich hatte eine Bankkarte. Ich konnte mein Taschengeld vom Bankkonto abheben. Ja. Und das war mein allererstes Volksbankkonto und war auch gar kein, also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, als ich dann in Lehre kam und mein erstes Einkommen hatte mit 16. Also nicht mit Papas Taschengeld als Einkommen, sondern quasi richtiges Einkommen, bin ich da auch geblieben. Ja, und war auch alles in Dortmund. Und sich dann jetzt nach all den Jahren, ihr müsst denken, ich bin mittlerweile 45 Jahre alt, sich von seiner Bank zu trennen, das ist für mich ein ganz komischer Move gewesen. Sowas mache ich normal nicht. Ja, das kommt einfach in meinem Ablauf nicht vor, sowas. Und das bringt das kleine bisschen Ordnung, was in meinem Leben herrscht, total durcheinander. Da habe ich richtig dran knabbern. Also da musste ich dran knabbern. Ich kann das nicht einfach so. Viele sagen, ja und, heute bin ich bei der Bank, morgen bei der Bank. Ja, aber ihr seid nicht der Diego. Ne? Ich bin der Diego. Das ist das Problem. Und ja, dann kam das noch hinzu, dass die natürlich von dieser Bank für Fördergelder gemerkt haben. Die beiden süßen Muschis verdienen ja mittlerweile das Doppelte. Ja. Und da hat die Bank gesagt, nee, also sinnloses Darlehen könnt ihr gerne haben, aber nicht mehr bei uns. Dann haben die uns ein richtig schlechtes Angebot gemacht. Also das, wo ist denn meine Taste für abkippen? Weiß egal, wir nehmen die. Also lohnt es sich nicht mehr, ne? So, das heißt, wir waren mit unserer Bank eh unzufrieden, weil die uns für jeden Kiki Kontoführungsgebühren abgenommen hat. Man muss dazu sagen, wir haben mehrere Konten am Laufen. Also wir haben nicht nur ein Konto. Das ist, ja, wir haben mal jeder unser eigenes Konto. Wir hatten damals noch mehrere Tagesgeldkonten, auch für die Kinder Tagesgeldkonten. Da brachte das halt noch Zinsen. Mittlerweile gibt es das ja nicht mehr. Wir haben das dann für die Kinder, die Sparbücher. Also wir haben für jedes Kind bei der Geburt ein Konto angelegt, wo wir halt Geld einzahlen und was es dann mit 18 halt gibt. War ursprünglich dazu gedacht, zum Beispiel einen Führerschein zu bezahlen oder so, ne? Es gehört halt mit dazu zur Planung, ja, weil, gut, ich habe meinen Führerschein selber bezahlt, das stand doch gar nicht zur Debatte. Ja, das habe ich auch. Ich habe auch nicht im Traum dran gedacht, meinen Papa zu fragen, ob der mir meinen Führerschein löhnt, ja? Das war einfach ganz normal. Wer einen Führerschein haben wollte, der musste den bezahlen. So war das, ne? Und ich weiß ja noch, wie holprig wir damals angefangen sind, als es darum ging, so, wir brauchen die erste Küche, wir brauchen die erste Waschmaschine, wir brauchen dies, das, dies, das. Und ja, daraufhin haben wir gesagt, okay, wir legen ein Sparbuch an für alle unsere Kinder, also wir haben nur zwei, und damit die da einen besseren Start haben, ne? Zum Beispiel auch Führerschein etc. pp. Wird ja auch immer zu teurer. Haben aber nicht daran gedacht, dass die heute quasi mit 16,5 schon ihren Führerschein machen, damit sie dann mit 17 begleitendes Fahren machen können und mit 18 geht dann Lois klack. Das war halt zu der Zeit, als wir diese Verträge gemacht haben, war das noch nicht. Aber wie gesagt, trotzdem haben wir das dann halt durchgezogen. Die Große hat ihr Geld ja schon gekriegt. Hat es auch leider nicht so eingesetzt, wie wir uns das gewünscht haben. Ja, das kommt halt auch mal hinzu. Als Elternteil plant man das genau, ne? Hier hast, also Führerschein haben wir dann ja bezahlt. Den Moped-Führerschein hat sie selber bezahlt. Da hat meine Frau sich durchgesetzt. Tja. Wie soll man das sagen? Das kommt halt immer anders, als man an das plant. Also nicht immer, aber manchmal halt, ja. Das war ja auch so, dass wir, aufpassen, dass ich nicht zu viel Privates erzähle, aber es sind halt meine Sachen, meine Probleme. Es ist ja so, die Große, die mittlerweile ja schon, also die wird dieses Jahr 20, hatte,
ihren ersten Freund übers Internet kennengelernt. Keine Ahnung, was da. Fatzebuck oder Schlag mich tot. Und die seit ihrem 14. Lebensjahr oder so. Das Problem ist, er ist noch ein Jahr jünger. Ja. Die hatten dann anfangs natürlich nur Briefkontakt und so, und irgendwann war alles ganz hektisch und aufgeregt bei uns in der Bude. Die wollten sich mal sehen, ja, nicht immer nur Briefe schreiben und Fotos tauschen und so weiter und so fort. Und man kriegt das natürlich auch mit als Elternteil, wie sich das so langsam entwickelt und so weiter und so fort. So, jetzt hatte meine Tochter, und ich muss sagen, Gott sei Dank beide Töchter sind da sehr zielgerichtet. Also die hatten eine ganz klare Vorstellung, was sie werden wollten. Ja, also ich sehe das ja auch im Bekanntenkreis, wenn du da irgendwelche Kiddies fragst, und Kiddies, die ja auch schon eigentlich jetzt fertig sind mit der Schule, die fragst ja, was willst du denn werden? Ja, dann bohren die mit dem Finger in der Nase und gucken so in Richtung Horizont. Ne? Die wissen nicht, was sie sagen sollen. Ne? Und das war bei unseren Kindern immer schon anders. Die hatten ganz klare Vorstellung, was sie werden wollen, und ja, ziehen das auch durch. Ne? So, meine Große wollte halt, oder will immer noch, Erzieherin werden. Und wenn man bei uns in Nordrhein-Westfalen Erzieherin werden möchte, braucht man ein Fachabitur. Ja, alles in Dortmund, macht das Kind halt ein Fachabi. Ja. Muss man sich auch erst als Elternteil dran gewöhnen. Ne? Ist aber auch mit Kosten verbunden, ich sag so, wie es ist. Ne? Ist ja so, dass generell heutzutage das ja nicht unbedingt immer nur davon abhängt, wie schlau oder wie fleißig jemand ist, sondern ob die Eltern Patte haben oder nicht. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also es gibt wirklich Nachhilfelehrer, die nichts anderes machen, als Kinder, die halt Probleme haben, auf Prüfungen vorzubereiten. Und diese Nachhilfelehrer nehmen es von den Lebendigen. Ja. Und das ist, eigentlich ist es eine Schweinerei, ja, dass also die Leute, ich sag mal, wenn wir jetzt arme Schweine gewesen wären, hätte meine Tochter eine andere Schulausbildung. Was im Prinzip schon nicht sein kann. Es ist einfach, ja, es ist einfach scheiße, ne, sagen wir so, wie es ist. Ist aber leider so in Deutschland. Also für Geld kann man sich nicht alles kaufen, aber doch einiges. Unter anderem auch, wenn man es so nimmt, Schulbildung. Ja, weil man sich halt die Unterstützung leisten kann, die andere eventuell nicht bekommen können. So, und jetzt ist es so, sie hat ihr Fachabi durchgezogen. Das Video wird übrigens sehr lang, das merke ich gerade. Sie hat ihr Fachabi durchgezogen, aber es tut doch mal gut, diesen ganzen Scheiß von der Seele zu quatschen, ne? So, Fachabi gemacht. So, nach dem Fachabi stand die Ausbildung an. Hat sich hier auch vorgestellt an diversen Schulen. Also man muss sich ja auch heute für so eine Schule, muss man sich ja bewerben. Und ja, dann wird man dann wieder angenommen oder nicht. So, sie hatte eine Zusage, wurde angenommen. Dann hatte unser Mäuschen aber diese wunderbare Idee, doch zu ihrem Freund zu ziehen. Also mit 16, ja, zu ihrem Freund zu ziehen ins Takatoka-Land. Also Baden-Württemberg, anderer Kreis, anderes Bundesland. Und wollte da ihre Ausbildung machen. Dann kam also gleich der erste Schock. Die brauchten gar kein Fachabi da. Das hieß also, sie hatte sich die 2 Jahre ein Fachabi sparen können, wir uns quasi die Kohle sparen können, weil es Elefant war da in Baden-Württemberg. So, jetzt ist Fatih. Fatih ist, ich bin hier der Einzige, ja, der keine Hupen hat, ja, bei uns. Ne? Also schon, aber nicht so schön wie die anderen. So. Und jetzt ist es so, dass Fatih ist ja technisch denkender Mensch. Also ich weiß nicht, ich will nicht sagen über generell denkender Mensch, aber halt technisch und anders gestrickt, ja. Während der Rest der Familie, also was sage ich, 3/4 der Familie sind hormongesteuert und 1/4 bei uns in der Familie ist kopfgesteuert. So. Dann kann Fatih sich das ja eine Zeit lang mit angucken. Ja, man weiß, als Mann weißt du ganz schnell, die Frau gewinnt sowieso. Ja? Du machst sowieso das, was die Frau will, weil
sonst gibt es 8 Wochen keinen Nachtisch oder sowas. Ja? Du weißt, die Frau gewinnt eh. Die Frau gewinnt so. So, du musst eh das machen, was sie will. So, dann hörst du den ganzen Scheiß an. Und irgendwann, also ich bin ein geduldiger Mensch, hab der ein oder andere vielleicht schon mal mitbekommen, aber irgendwann reißt auch mir der Geduldsfaden und dann hau ich auch mit der Hand auf den Tisch. Und ich hab nicht mit der Hand auf den Tisch gehauen, ich bin wie so ein HB-Männchen durch die Küche gehüpft und hab gesagt, Mädels, denkt doch einmal nach. Was ist, wenn Schluss ist? Wenn die beiden nach einem Jahr feststellen, ach nee, so Beziehung, das geht mir jetzt doch alles auf den Sack, ich bin ja noch ein junger Mensch, ich möchte da ganz andere Erfahrungen machen noch und so weiter und so fort. Weil ich bin zwar 45 Jahre alt, aber ich weiß noch, wie das damals für mich war, als ich meiner Frau zusammengezogen bin. Ja? Als die auf einmal gesagt hat, die Schokolade im Kühlschrank gehört mir. Ja, da konntest du nicht einfach zu lang. So, das war jetzt nur ein kleines Beispiel. Na, aber ihr wisst, was ich meine. Und es ist einfach eine Umstellung, ob du alleine wohnst und ab und zu am Wochenende deine Freundin siehst oder dahin fährst, wenn du gerade mal Bock auf deine Freundin hast. Oder ob du nach Hause kommst und die sitzt da schon. Und du eigentlich gar keinen Bock hast. So, das ist eine Umstellung. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Das geht. Ne? Ich bin jetzt auch schon über 20 Jahre verheiratet. Also man kann sich, Mensch gewöhnt sich gerne alles. So. Wie gesagt, Vaters Meinung, das Problem ist, ich habe das ja früher bei einem Moped-Führerschein ja auch schon. Als ich gehört habe, die sollen ein Moped kriegen von ihrem ersparten Geld, oder was das Geld, was wir quasi gespart haben, das ging mir so quer runter. Ja, weil ich weiß, was eine Küche kostet, ich weiß, was eine Waschmaschine kostet. Das sind Sachen, die braucht man zum Leben. Ein Moped kann man sich kaufen, wenn man Geld hat und sein Leben nochmal bereichern möchte. Das ist kein Must-to-have, sondern Nice-to-have. Ja? Und das sehen diese hormongesteuerten Mitbewohner aber völlig anders. Und da bin ich schon hyperventilierend durch die Bude geflogen. Ja? Man nennt mich auch den Hubschraubermann. So. Nein, das Problem ist aber auch, wenn du zu sehr auf der Kacke haust, dann kriegst du erstmal nicht nur 8 Wochen keinen Nachtisch, was man ja noch irgendwie, da kann man ja verschmerzen, ne? Aber ist doof, ich weiß. Aber irgendwann spielst du nicht mehr mit. Ja? Und das haben meine Mädels auch ganz doll raus. Ja? Das heißt, die fragen den doofen Papa gar nicht mehr. Weil der Papa ist eh scheiße, weil der ist eh gegen alles. Ja? Der will das alles nicht. Papa ist doof. So, der spielt nicht mehr mit und dann wirst du überhaupt gar nicht mehr gefragt, wenn du immer deinen Willen durchsetzt. Ne? Weil, also das wissen die Mädels auch, wenn ich das sage, dann ist das auch das Evangelium. Und dann ist auch Achterbahn, wenn es sein muss. Aber, wie gesagt, man darf halt nicht immer sich durchsetzen. Ne? Sonst hast du im Endeffekt quasi gesehen verschissen. So, es ist aber gekommen, wie es ist. Sie ist da hingezogen, hat bei den Schwiegereltern gewohnt. Wir haben denen auch noch Geld gegeben, damit das Kind gut unter ist. Und ja, es hat halt ein Jahr gedauert. Dann hatte sich das mit der Schwiegermutter da erstmal erledigt. Ja. Zu Recht auch, muss ich sagen. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Ich habe gedacht, wir geben denen Geld und die behandeln dann unsere Tochter so, wie sie ihr eigenes Kind behandeln würden. Dem ist aber nicht so gewesen. Und ja, dann hat es da halt geraucht, mehrfach. Und dann hat meine Tochter gesagt, so, hör mal zu, mein kleiner Freund. Wir sind jetzt ja beide schon große Leute. Wir suchen uns eine Wohnung. Ja, aber der Kleine ist halt ein Jahr jünger und der ist halt noch nicht so weit. Ja, der hängt halt noch bei Mutti am Rockzipfel. Jungs brauchen eh ein bisschen länger. Und man muss auch dazu sagen, unsere Große, die war halt schon immer größer als die anderen. Ja. Die haben wir das erste Mal mit 14 Jahren sturzbesoffen aus Paderborn abgeholt. Ja, da haben die anderen noch mit Barbies gespielt. Ne? Das war halt so. Die war halt einfach oder ist einfach weiter als die anderen im gleichen Alter. Ne? Das sagte aber auch der Lehrer auf Klassenfahrt. Ne? Das war erste große Klassenfahrt. Und dann war wir auch aufgeregt und das Kind nicht da. Und uiuiui. Und dann auch mit dem Lehrer gesprochen. Ach, sagte, die sind alle verschieden. Die packen das schon. Und hatte auch so ein bisschen was erzählt. Sagt er, die einen, die rennen den ganzen Tag mit ihrer Schnuffeldecke rum und haben nur noch ihren Teddybär im Arm, während die anderen anfangen sich zu schminken. Ne? Und die sitzen alle in einer Klasse. Also das ist
Ja, da geht die Kluft recht weit auseinander. Das ist halt so. Die Kinder sind halt alle verschieden. So, und jetzt muss man dazu sagen, dass bei den Schwaben ja auch das Geld nicht gerade ein unwichtiger Faktor ist. Ja? Die Eltern fanden das natürlich blöd. Wenn die ausziehen, kriegt die natürlich von uns die Kohle nicht mehr. Und der Junge ist auch noch weg. Und der Junge kann auch sein Geld nicht sparen, sondern muss das gleich in eine Miete investieren. So, und dann haben die Eltern quasi den Jungen überredet, nicht auszuziehen. Und ja, jetzt kennen die aber meine Tochter auch noch nicht so lange. Ne? meine Tochter lässt sich von sowas leider nicht beeindrucken. Da hat die gesagt, ja gut, dann bleibt der Junge halt hier und ich gehe. Ne? Das gab dann natürlich nochmal richtig Knatsch im Gebälk. Das war natürlich, weil dann war der Plan ja nicht aufgegangen, die Kohle ist jetzt trotzdem weg. Ja. Das hatten die sich ja so anders vorgestellt. Ja, nur ist so ist es aber gekommen und so bleibt das jetzt auch. Das Blöde ist, meine Tochter wohnt jetzt erstmal bei Bekannten, also ist quasi obdachlos, aber doch noch untergekommen im Takatuka-Land und nicht bei uns zu Hause. Und ja, macht noch das Schuljahr zu Ende. Ich weiß gar nicht warum. Ne, die muss noch bis August, geht das Schuljahr noch. So, und dann kommt sie nach Paderborn, zurück in die Heimat. Und ja, wir haben jetzt versucht, sie an mehreren Schulen anzumelden. Also erstmal schwierig, überhaupt noch eine Schule zu finden, die sie nehmen möchte. Und jetzt im zweiten Lehrjahr sowieso gar nicht. Sie kann quasi wieder im ersten Layer anfangen. Da haben wir aber mittlerweile auch Schulen gefunden, die das machen würden. Das Problem ist, geht das weiter. Also ein Jahr war komplett für Nüsse. Und sie bekommt hier kein BAföG. Also das ist auch toll geregelt in Deutschland. Man bekommt als Erzieherin kein Geld. Also wenn du keine Eltern hast, die dir alles bezahlen, dann hast du ein Problem. Ja. In Baden-Württemberg bekommt man wenigstens BAföG, also Schüler-BAföG. Schüler-BAFÖG oder Meister-BAFÖG? Ist das also von den Dings her? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall bekommst du das in Nordrhein-Westfalen nicht. Schon, bekommst du schon. Dürfen die Eltern aber nicht so viel Geld verdienen wie wir. Ja, die merken, haben das gemerkt. Doppelverdiener. Und beide verdienen auch nicht schlecht. So, ist nicht. Das heißt, Mama und Papa können wieder das Portemonnaie aufmachen. Jetzt weiß sie aber noch nicht genau, wo sie wohnen soll, ob sie jetzt bei uns wohnen soll oder bei ihrem neuen Freund oder vielleicht auch doch woanders und so weiter und so fort. Sagen wir mal so, es ist alles im Moment nicht einfach. Und vor allen Dingen diese ganzen ungelegten Eier, diese ganze Zukunft. Das ist ja so. Ja, was heißt, man bereitet das als Elternteil vor, aber in gewisser Weise ist es ja so. Ja, man füttert die ja und zieht die an, dass sie nicht frieren und nicht verhungern. Aber man möchte ja auch, dass es denen später gut geht. Und dann hat man hier eine kleine Katastrophe nach der anderen. Und das zermürbt einen. Und hauptsächlich aber meine Frau. Wie gesagt, ich bin natürlich, als meine Tochter gesagt hat, ich komme wieder nach Hause, dreimal um den Tisch gerannt, ne? Mit so einer Triumphfahne in der Hand und hab gesagt, Leute, ich habe es euch doch sofort gesagt. Ich habe euch das doch gesagt. Nicht, weil ich so ein hyperintelligenter Typ bin, sondern das konnte man sich wirklich an drei Fingern abzählen, dass zwei so junge Menschen, dass das mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird. Ne? Aber gut, es ist, wie es ist. Man muss sich halt immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen. Das machen wir gerade. Nur wie gesagt, meine Frau, die ist richtig am Stock. Ja, weil bei mir ist es halt so, bis zu einem gewissen Level ist Geld bei mir einfach nur Dreck. Ja, da kommt immer wieder neues Geld rein, ich gebe das Geld aus, es ist da, es ist weg, es ist ein Durchlauf auf Posten. Geld interessiert mich einfach nicht. Bei meiner Frau ist das ein bisschen anders. Ja. Wenn die nicht mehrere tausend Euro immer auf dem Konto liegen hat, dann wird die richtig ungehalten. Also nicht nervös, sondern du kannst sie mit der Kneif dann nicht anpacken. Ja? Und jetzt musst du dann hier noch und da noch und die Große hat jetzt Schulabschluss und hier ein Kleidchen, da ein Kleidchen. Das Kind braucht das und hier und da und neues Telefon und bla bla bla.
Es ist für meine Frau nicht schön, Geld auszugeben. Ja, meine Frau hat das Geld lieber auf dem Konto oder gibt es halt für sich aus, aber nicht für andere. Ja, also wie gesagt, ich leide dann aber auch, wenn meine Frau leidet. Ja, wir sind ja nicht umsonst verheiratet. Ich versuche das natürlich runterzuspielen. Ich kriege das ja mit, wie meine Frau auf dem Zahnfleisch läuft und auch jobmäßig sich ziemlich kaputt macht. Ja, nur damit, ja, damit wir halt alle ein geiles Leben haben. Ne? Ich fände das, also weil wir sind eigentlich ein recht klassischer Haushalt. Also wir haben hier so richtig so steinzeitmäßig so Geschlechtertrennung und so, ne? So der Mann ist der Handwerker im Haus und die Frau ist die Haushälterin im Haus und so richtig, so wie vor 100 Jahren, ne? Macht kein Mensch mehr so, aber bei uns ist es halt so. Und wenn die Frau jetzt auf mal mehr Geld verdient als der Mann, da kommt also auch mein Weltbild so ein bisschen in Schieflage, ne? Weil ich finde, es muss ja nicht sein, weil meine Frau hat ja eh schon die Doppelbelastung mit dem Haushalt. Ne? Lässt sich da aber auch nicht reinreden. Jetzt ist es ja nicht so, als wenn ich dann sagen könnte, so, Mutti, jetzt geh meine Seite. Papa macht das jetzt hier. Ne? Nee, so einfach ist das nicht bei uns. Ja, wie gesagt, eigentlich auch lustig, aber auch irgendwie weird. Ja. So, das ist also die Baustelle. Wie gesagt, die Kleine hat jetzt mal eben so ihren Schulabschluss gemacht. Die ist durch die ZAP-Prüfung durchmarschiert wie kein anderer. Ist jetzt auch nicht eins mit Sternchen, aber die braucht sich auch nicht verstecken hinter ihrem Prüfungsergebnis. Ausbildungsplatz hat sie ja eh sicher, hatte sie ja vorher schon. Und die zieht ihr Ding auch hier in Paderborn durch. Die macht ihre Ausbildung hier. Alles pflegeleicht. So, die zweite ist pflegeleichter. Ja. Die dreht sich auch überhaupt gar nicht auf den Kopf, ne? Die erzählt ab und zu mal was von einem Jungen und so, aber gut, die ist auch ein Jahr jünger, also die ist ein Jahr eher eingeschult worden. Die kommt jetzt mit 15 aus der Schule, also die hat ja jetzt schon, letzten Schultag hat sie ja schon gehabt, die warten jetzt nur noch auf ihre Zeugnisse. Und ja, vielleicht ist die einfach noch nicht so weit. Also die hat noch nicht die. Die ist halt noch in einer anderen Welt quasi. Und da merkt man auch, dass auch selbst Geschwister völlig verschieden sind, ne? Ja, wie gesagt, das ist das eine. Und das andere ist dann jetzt, gut, mit dem Haus, was jetzt auch noch doof war. Die Heizung hat hier rumgenervt. Der Schornsteinfeger hat geschimpft. Dann musste ein Monteur kommen. Der hat das Ding fast nicht eingestellt gekriegt. Da gab es dann die Überlegung, neue Heizung anzuschaffen. Eventuell auf Gas umzustellen, weil der Schornsteinfeger hat gesagt, ein Gasanschluss kostet normalerweise 2000 Euro. Im Moment kostet der nur 700 Euro. Das Problem ist, ich habe keine 700 Euro. Ja, weil ich habe mir dann das Auto gekauft. Ja, die einen oder anderen haben das mitbekommen. Ich habe 3 Monate lang das Internet durchsucht, von vorne bis nach hinten und andersrum. Ich kenne alles im Internet, jede Seite. Und ich habe wirklich ein Auto gefunden und zwar wollte ich diesmal ein bisschen mehr in den Bereich Camping rein. Das Problem ist, sobald da so ein Faltdach an so einem Bulli dran ist, werden die unverschämt, was die Preise angeht. Ne? Ich weiß nicht warum, mit welcher Begründung, aber es ist einfach so. Und lange überlegt, bin dann bis nach München gefahren, um die Karre abzuholen. Bin quasi vor diesem Hagelunwetter weggefahren mit der Karre. Und hatte dann jetzt am Wochenende hier eine Unwetterwarnung. Ist egal. Ich bin 7 Tode gestorben, weil die Karre. Also, ich habe noch nie so viel Geld für einen großen Penis ausgegeben, wie dieses Mal. Ich hatte auch schon andere schöne Autos, hatte auch schon Calibra und so. Aber was diese Camping-Bullis kosten, das ist echt abartig. In meinen Augen. Weiß ich auch nicht, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Und, ja, da muss man dann halt auch ja erstmal klarkommen. Also mit der Familie, ne? Die Familie sieht das natürlich nicht ein. Die sagen, was brauchst du so einen großen künstlichen Penis? Mir reicht ein kleiner Pipimann völlig aus. Ne? Lass doch den Scheiß, so viel Geld und so weiter und so fort. Zumal ich auch nicht die ganze Kohle bar auf Tatze hatte. Ich hatte natürlich ein bisschen was gespart. Ich wollte mir eigentlich ein paar neue schöne Boxen kaufen von dem Geld. Gut, hätte die Familie auch nicht verstanden, ne? Die sagen auch,
7000 Euro für eine Box. Hast du eine Macke oder was? Ne? Und ich sag, wieso? Das ist jetzt, ne? Keine 15.000 Euro für zwei Boxen ist doch ein Schnapper. Das verstehen die nicht. Haben die kein Verständnis für, weil die halt anders denken. Die denken halt, die leben, die haben andere Interessen, sagen wir es mal so. Ja, musste ich mir also auch noch Geld von der Bank leihen. Jetzt ist es aber bei unserer neuen Bank extrem tiefenentspannt. Also da kann man nicht anderes sagen. Das interessiert die auch gar nicht. Du gehst da hin und sagst, ich brauche hier so und so viel Kohle. Ne? Ja, alles klar. Du musst da keine Lebensversicherung vorlegen oder irgendwelche Bürgen oder so. Ja, ja, hier, nimm. Ne? Im Prinzip muss man auch dazu sagen, Moment, macht Finanzieren echt Spaß. Also der Kredit hat mich jetzt 1.500 Euro gekostet. Ist eigentlich super Wahnsinn. Darf man nicht mal nachdenken. So viel Geld für 1.500 Euro, da kann man echt nicht meckern. Ich habe auch wieder eine ganz kleine Rate gemacht, nur das ist ja generell auch bei unserem Haus, ist es auch so geblieben bei unserem Haus. Wir haben komplett alles umfinanziert. Ganz kleine Rate. Einer von uns kann das Haus alleine halten. Also, ne, dass wenn ein Verdiener wegbricht, kann der andere Verdiener das Haus halten. Und bei einem Auto ist das nichts anderes. Ich habe halt eine Rate gewählt, die nicht wehtut. Ne? Nicht alles fürs Auto, nicht alles für den Dackel, alles für den Club. Sondern das Auto ist da, das Auto wird bezahlt, aber nebenbei. Ne? Aber dennoch waren das natürlich hier so innerparteiliche Grabenkämpfe vom Allerfeinsten. Ne? Und natürlich dann auch die Qual der Wahl. Ne? Mit Markise, ohne Markise, mit Rückfahrkamera, ohne Rückfahrkamera, dies, das, Ananas. Ja? Kreuz und quer überlegt, ich bin hier Amok gelaufen. Ich treffe solche Entscheidungen nicht sehr gerne und schon mal gar nicht, wenn ich so viel Geld in der Hand nehmen muss. Aber nun ist es soweit. Dann war das nächste, mein alter Bulli sollte ja verkauft werden. Also ich habe hier keinen, ich heiße ja nicht JP und sammle Autos, sondern das alte Auto musste ja auch noch weg. Ich habe natürlich einen Kampfpreis gemacht. Ich habe gleich gesagt, gut, ich will es verkaufen. Ich will mich da jetzt nicht dran bereichern. Ich will es aber auch nicht verschenken. Ich habe natürlich einen Kampfpreis reingemacht. Das Ding war auch am nächsten Tag weg. Das war jetzt nicht das Problem. Nur, ich habe diesem Typen eine Stunde lang erklärt, dass er das Auto nicht kaufen soll. Ja? Weil es die letzte Hure ist auf diesem Planeten. Er hat es trotzdem gekauft und ich konnte ihm da nicht helfen. Er wollte das Auto unbedingt haben. Ich habe ihm wirklich, ich habe ihm alles erzählt, was diese Karre hat, was die Karre nicht kann und er hat es trotzdem gekauft. Und ich hoffe, dass es gut geht, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass das hier so ein Schotterplatzhändler, ne, hier, wir wollen ein Auto kaufen, ne, und dann ab nach Afrika. Ich habe gedacht, die Kiste geht nach Afrika, will keiner haben, hier so ein Auto. Ja, habe ich halt nicht mit dem, guten Herrn gerechnet, was soll ich machen, ne? Bereitet mir aber auch noch Kopfschmerzen. So, was ist, wenn der morgen anruft und sagt, Alter, was hast du mir denn da für eine Karre angedreht? Ja? Zumal ich dasselbe Problem auch habe mal wieder. Ja? Ich habe da auch ein Talent für. Wie gesagt, ich habe 3 Monate gesucht nach einem dementsprechenden Auto. Und hab dann einen gefunden, natürlich in München. Ne? Viel weiter weg ging auch nicht. Doch, es steht noch einer am Bodensee. Ne? Also ich hätte auch bis zum Bodensee fahren können. Aber ja, wie gesagt, München. Und vorher noch extra mit dem telefoniert. Hat der noch irgendwas? Nein, nein, wie auf den Bildern. Alles gut. Ne? Siehst ja, ne? Ja, und kommst da hin und natürlich wieder voll verarscht, der dreckige Penner. Ne? Die Karre in einem Zustand, ich könnte kotzen, wirklich. So richtig verarscht. Und ließ dann aber auch mit dem Preis nicht verhandeln, weil war gar kein Privatmann, war ein Händler, der privat das Auto verkauft hat. Ja, da kannst du nichts gegen machen. Ne? Das sind, ich habe ihm da einen Preis genannt, da hat er gesagt, setz dich ins Auto und fahr. Ich so, Alter, ich bin doch jetzt nicht von München hier hingekommen. Also es passte nichts. Ja, also das Baujahr, also Tag der Erstzulassung stimmte nicht. Diverse andere Ungereimheiten, ein Riss in der Stoßstange. Ja, man sieht den Riss auf den Fotos, ja. Das Foto ist von 80 Meter Entfernung geknipst worden. Wenn man ranzoomt, sieht man das, ne? Ich finde, man weist darauf hin. Man sagt immer zu, hier ist ein Riss in der Stoßstange. Ja, weil dem ist, was ich auch sehr, sehr komisch fand, der konnte mir nicht erklären, wie das passiert ist. Ja? Wir haben ja 3-mal nachgefragt, da ist irgendwas von innen durchs Rathaus gegangen, hat die Rathausinnenverkleidung mitgenommen, hat von innen die Stoßstange kaputt gemacht. Also von innen nach außen. Und er konnte mir nicht erklären, wie das passiert ist. Ja, solche Sachen. Ja.
Ja, hätte ich halt gerne vorher gewusst, bevor ich nach München gefahren wäre. Ne? Und ja, das Elbphain-Radio ist auch nicht so geil, wie ich gedacht habe. Na, ist egal. Wie gesagt, wieder von so einem Ölauge verarscht worden. Ne? Die andere Karre war ja auch von so einem Ölauge gekauft. Das sind einfach keine guten Menschen. Sorry, es tut mir leid, aber es ist einfach so, diese Ölaugen-Autodealer sind behaarte Schlangen sind das. Das sind keine Menschen. Gut, wir konnten jetzt, also er musste noch mehrfach mit Papa telefonieren, weil ich hatte meinen Papa ja auch dabei. Man muss dazu sagen, Papa ist ja auch mit allen Wassern gewaschen. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Und der lässt sich auch nicht gerne verarschen. Und wir haben dann da noch runterhandeln können, 1300 Euro. Aber auch wirklich, wir haben hart gefightet. Und wie gesagt, 700 Euro nochmal wollten wir auch noch runter haben. Da hat er gesagt, setz dich ins Auto und fahr. Gut, da kann man dann nichts machen. Da kann man nur überlegen, ist man jetzt ganz umsonst 12 Stunden Auto gefahren? Ja, mit einem 70-Jährigen wohlgemerkt, unser Vater ist fast 70, mal eben nach München brechen und zurück an einem Tag. Naja, wie gesagt, ja, haben wir uns noch kurz beraten. Ich so, Papa, ich habe jetzt 3 Monate gesucht. Wer weiß, was mit den anderen Autos ist. Ne? Ich kann mir jetzt noch 10 Bullis angucken. Vielleicht, ich werde eh verarscht, sagt der Motto. Und haben wir das Ding da mitgenommen. Aber ich ärgere mich jetzt schon. Ich ärgere mich jetzt schon jeden gottverdammten Tag über dieses Auto. Und es ist noch nicht mal angemeldet. Ja? Weil dieser andere Hammerwerfer, der meinen Bulli mitgenommen hat, hat gesagt, er meldet ihn ab, aber dann hat er nicht gemacht. Jetzt ist unser Vater gestern, ich habe keine Ahnung, 4 Stunden oder was, war er am Straßenverkehrsamt. 100 Leute waren vor ihm. Ja, dann kriegt man das Ding nicht anmelden. Ne? Und vor allen Dingen auch dieses, ja, kein Problem, ich habe ja den Firmenbulli, habe ich ja wirklich, weil das ist die nächste Sache. Der eine oder andere hat das eventuell mitgekommen, ich muss ja eben Kaffee trinken, ich laber ja so viel. Das Video geht übrigens eine Stunde, glaube ich. Aber ich muss mir das jetzt mal alles von der Seele labern, das hat ja keinen Sinn sonst. Oh, der Kaffee hat auch Kellertemperatur, Alter. Das ist das nächste, was ist. Ich bin ja Abteilungsleiter. Ja, jetzt hört sich das wild an, aber gut, einer ist halt der Häuptling und die anderen halt, was ich, die Axtwerfer. Nein, es ist halt so, ich bin Instandhalter, ich bin verantwortlich für ein kleines Werkstattteam. Wir müssen die Produktion am Kotzen halten. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sind halt ein eingespieltes Team. Wir sind eigentlich, also ich habe einen Elektriker und einen Schlosser. Und noch zusätzlich noch einen Leiharbeiter, einen Schlosser. Den muss ich mir aber noch teilen mit einem anderen Standort. Also wir sind über ganz Deutschland verteilt an mehreren Standorten. Und mein Leiharbeiter in Anführungsstrichen, den habe ich eigentlich jeden Tag, der ist nur 2 Tage die Woche da. Wenn ich den dritten Tag haben will, muss ich mit dem anderen Chef verhandeln quasi, ob ich den dritten Tag habe, weil der braucht den ja auch. Ja. So, ich bin jetzt aber erst seit 2 Jahren in der Bude. Ja, das heißt, ich kenne noch nicht wirklich alle Maschinen, zumal auch in den Außenständen bin ich nicht so oft, weil mein Chef immer nervös wird, wenn ich mit einem Firmenbulli vom Hof fahre. Das kann mein Chef irgendwie psychisch nicht verkraften oder was. Der wird immer ganz nervös, auf jeden Fall. So. Und deswegen bin ich nicht so oft in den Außenständen und kenne die ganzen Maschinen natürlich auch nicht so gut dadurch. Ne? Woher soll ich das wissen? Ne? Und mein Elektriker, der ist schon seit 15 Jahren da und der ist leider von der Leiter gefallen und ist dann mit der Leiter zusammen durchs Treppenhaus. Hat sich dabei beide Arme ausgekugelt. Und an der rechten Seite das Schultergelenk gebrochen. Da ist also was aus dem Gelenk rausgerissen. Und zwar der Punkt, wo der Muskel quasi sich festhält. Ja, der ist weg. So, das mussten die jetzt erstmal wieder zusammenspacken. Das hat erstmal ewig gedauert. Der sollte erst. Also in Paderborn hat man ihm gesagt, er soll dann in einem halben Jahr sich nochmal melden, dann kriege ich einen Termin. Da hat er die auch nur ganz dezent gefragt, habt ihr eine Macke oder was? Ich warte doch jetzt nicht ein halbes Jahr auf einen Termin. Und dann ist der, glaube ich, in Hannover ist der operiert worden. Da ging das relativ schnell. Aber der ist noch länger außer Gefecht gesetzt. Ja.
Das Problem ist, mein Elektriker, der hat die ganze Bereitschaft gemacht. Also wir haben auch Rufbereitschaft. Das heißt, auch nach Feierabend klingelt das Telefon und dann muss man halt los. Und da der aber eh als Elektriker schwarz gearbeitet hat, der Chef weiß das. Keine Angst, der Chef weiß das. Der hat dem Chef das auch mehrere Male gesagt, dass er auch mit dem Firmenbulli zur Baustelle fährt, weil der braucht auch den Bulli als Transporter. Das ist alles kein Problem, das ist alles geregelt zwischen denen. Nur, wie gesagt, der hat die ganze Erfahrung, der kennt die ganzen Maschinen aus dem FF und ich kenne die halt nicht. Ja? Aber ich muss den Betrieb trotzdem am Kacken halten. Und ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert hat. Also bis jetzt, irgendwie geht das immer, also ich komme da irgendwie durch. Ist aber eine unheimliche psychische Belastung. Zumal meine Chefs auch nicht ganz einfach sind. Also eigentlich sind es super liebe Leute, die beiden Chefs. Also ich habe ja zwei Chefs und drei, wenn man den Junior-Chef noch mit dabei nimmt. Der wächst da ja gerade rein in die Aufgabe. Nicht ganz einfach, meine beiden Chefs. Ne? Super liebe Menschen, kann man nicht meckern, aber halt nicht ganz einfach im Umgang. Muss man erstmal, also wenn man drauf klarkommt, geht es. Also wir haben durchaus Leute, die sind schon 17 Jahre und länger da. Man muss aber auch dazu sagen, in den 2 Jahren, wo ich jetzt da bin, sind 5 Leute im Büro gegangen. Ja? Also teilweise freiwillig gegangen und teilweise auch gegangen worden. Ja? Ich finde das für so einen kleinen Betrieb schon recht viel in 2 Jahren. Und auch da macht man sich natürlich Gedanken. Ich bin jetzt Mitte 40. Was ist, wenn die dich morgen in die Luft setzen? Weil dass so ein Chef einmal kräftig anhustet, ja, da muss man sich einfach dran gewöhnen. Das ist einfach so. Ja, das sind halt Chefs und die brauchen das, was weiß ich. Die sind halt so. Da muss man damit leben. Nur man. Es ist mal sehr schwierig, das dann einzuschätzen. Wenn man da 2 Jahre arbeitet und noch nie ein gutes Wort gehört hat, sondern nur auf die Fresse kriegt. Ja, und dann so Sachen macht wie die Bank wechseln, ein Haus umfinanzieren und sich auch noch einen großen Penis zulegen will. Ja, das mit Mitte 45, wo man halt nicht genau weiß, so was sagt der nächste Chef, ne? Will er einen überhaupt noch haben? Ist man. Also, ich habe auch schon Jobs gehabt, wo die mir klipp und klar gesagt haben: Hören Sie mal zu, Sie sind überqualifiziert. Ich so, what? Was ist das für ein blöder Spruch? Jetzt lass mich da erstmal anfangen, ne? Nein, überqualifiziert. Ja, okay, bin ich ja überqualifiziert. Nein, aber jetzt bin ich ein bisschen überqualifiziert. Nein, das passt schon. Vor allen Dingen der Job, den ich gerade habe. Und das ist auch der einzige Vorteil, muss man wirklich sagen: Ist ein Traum. Also, ich habe noch nie so oft am Tag Scheiße geschrien wie in der Bude. Es ist zum Kotzen im Quadrat. Aber ich liebe diesen Scheiß einfach. Ich bin Psycho, ich weiß nicht. Ich stehe da drauf. Ich mag das halt nicht, wenn man morgens schon völlig gelangweilt zur Arbeit fährt. Ja? Wenn ich in meinen Blaumann einsteige und zur Arbeit fahre, dann habe ich schon Puls. Ja? So fahre ich schon zur Arbeit. Das macht einfach mehr Bock, das wird einfach nicht langweilig dann. Ne? Also ich mag das. Ich mag das, wenn es so ist, wie es jetzt ist, wo andere Stehhaare kriegen, da fange ich an, mich wohlzufühlen. Ne? Ja, wie gesagt, das ist halt auch nochmal so eine Belastung, diese permanent klingelt das Telefon hier. Und das Problem ist, ich bin es auch nicht gewohnt, 24/7 dieses scheiß Telefon mit mir zu schleppen. Ja? Dann bin ich in der Küche am Essen, das Telefon liegt natürlich im Keller. Ja? Ich gehe schlafen, das Telefon liegt im Keller. Ja? Das Telefon liegt im Schlafzimmer, ich bin im Keller. Ja, oder so. Ja, nur solche Moves. Und genau dann ruft der Juniorchef an. Ne? So. Ja, man muss jetzt dazu sagen, wir kriegen da Kohle für. Ne? Und ich verstehe jetzt auch meinen Elektriker. Ich meine, gut, der hat 4 Kinder, die Frau geht nicht arbeiten, der freut sich, der macht das gerne, deshalb, also der geht auch gerne schwarz arbeiten, weil der braucht wirklich Kohle. Ja? Bei mir ist es jetzt nochmal over the top, also klar nehme ich das Geld, aber ich brauche das jetzt nicht wirklich. Also sobald mein Elektriker wieder da ist, kann der sehr gerne die Bereitschaft wieder machen, damit ich einfach meine Ruhe habe. Und das passt auch viel besser zu meinem Hobby. Ja, das ist mein Hobby. Also ihr seid mein Hobby. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß.
Und ich merke auch gerade so beim Reden, wie gut das tut, sich einfach mal diesen ganzen Apparat, den man sich so angesammelt hat, mal einfach von der Seele zu labern. Das ist schon gut. Ihr werdet das jetzt vielleicht nicht wirklich verstehen, was in mir halt passiert, aber ihr habt mir schon geholfen, dass ich einfach mir diesen Scheiß mal von der Seele labern kann. Ne? Dadurch habt ihr mir schon geholfen, ob ihr das jetzt versteht oder auch nicht versteht, ist dann auch schon wieder irrelevant. Ne? So ist es einfach. Ja, also wir sind jetzt wirklich bei 45 Minuten. Ich sag mal, 80% habe ich jetzt auch wirklich angesprochen. Ich habe den Job angesprochen, ich habe das Auto angesprochen, Haus angesprochen, Bank, Doppelbelastung, die Ungewissheit mit den Kindern habe ich angesprochen. Ich denke, 80% wurden abgearbeitet. Ihr müsst doch nicht alles wissen. Ein paar Sachen sind dann auch wirklich noch privat. Ist, glaube ich, auch bei jedem so, dass er gerne immer noch ein bisschen was Privates für sich behält. Und ja, zum Schluss nochmal, die Situation im LS19 ist natürlich auch alles ein bisschen doof. Nicht nur, wie gesagt, die Sache jetzt mit Jan, wo ich mal wieder völlig gepennt habe. Ich habe das ja auch bei anderen, die mir x-mal gesagt haben, also ich melde mich jetzt nicht mehr bei dir. Wenn du dich nicht meldest, ich melde mich nicht mehr. Ich bin's leid. Und ich tue es aber nicht. Ja. Es ist mir einfach zu viel alles im Moment. Ich weiß auch viele, ich muss da nochmal wirklich ein fettes Lob auch nicht nur an euch aussprechen, die immer, also auch nach 45 Minuten immer noch diesen Scheiß angucken, also wer das jetzt noch sieht hier, sondern auch diese ganzen Typen in meinem näheren Umfeld. Ich möchte mal sagen, so die Crewmitglieder, ja, um meinen Kanal herum und die ganzen Freunde, die man dadurch natürlich auch noch gewonnen hat, die in den anderen Kanälen sitzen, Es ist schon toll, wirklich, wirklich toll, was da hinter den Kulissen so abgeht. Ja. Also ihr kriegt das ja wirklich gar nicht mit, deswegen ist es ja hinter den Kulissen. Auch was da an Mods über den Tisch geht, das glaubt ihr nicht, Leute. Und ich feiere das so hart, diese Zusammenarbeit, ja, da wirklich, da macht... Da machen Henry und PJ auf mal eine Textur auf ein Modell... Ich sag mal, was Percy in-game gebracht hat. So, jetzt mal stark übertrieben. Ja? Da denkt ihr jetzt vielleicht auch so, ja, toll, ne? Nein. ihr müsst da ein bisschen mehr Background zu haben. Aber ich finde das atemberaubend. Was hier teilweise hinter den Kulissen passiert, wie hier zusammengearbeitet wird und was hier für Mods hinter den Kulissen hin und her geschoben werden. Ne? Und ich finde es auch teilweise auch traurig, dass man sie da nicht releasen darf. Ich kriege das ja auch mit, ihr fragt dann immer wieder nach, wie sieht's aus, wann kann ich den denn jetzt haben? Und ich muss irgendwie sagen, nee, du, tut mir leid, das ist ein Privatmod. Ne? Nicht, weil ich euch die Mod nicht gönne. Ihr könnt die, ey, mir wäre das echt scheißegal. Ne? Ja gut, also ich selber sag immer jetzt, wenn ich für mich spiele, und daran rumfusche, dann ist das ein bisschen was anderes, als wenn man das Ding jetzt auch released. Also wenn man jetzt wirklich mal was releasen würde, müsste man das anders vorbereiten. Ja, das kann man jetzt nicht so schluderig machen, wie ich das mache. Dann muss das schon ein bisschen ordentlicher sein. Aber generell, ich könnte rein theoretisch auch meine ganzen Privatmod zu releasen. Aber ich habe halt keine Rechte darauf, andere halten die Hand da drauf. Zum Teil, das macht mich wirklich sauer, aber auch nur, weil sie Geld damit verdienen wollen. Also die Gier quasi verbietet euch, mit diesen Mods zu spielen. Die Mods sind da, die sind fertig, man kann sie benutzen. Also ich mache die ja nicht alleine. Wie gesagt, das ist ein riesen Netzwerk, was hier im Hintergrund agiert und richtig geile Sachen raushaut. Aber ihr könnt damit nicht spielen, weil andere die Hand da drauf halten, die sagen, nein, Im Mod-Hub gibt es 1 € pro Klick. Ich sag das jetzt einfach mal so. Ich werf das mal so in den Raum. Ja. So. Ja, ist euer Pech, ne? Ich kann es nicht ändern. Es ist traurig. Es ist sehr traurig. Aber, ja, traurig waren wir jetzt lange genug. Wir müssen jetzt langsam sehen, dass wir wieder in den normalen Alltag kommen. Mein Elektriker ist auf jeden Fall noch 2 Monate krankgeschrieben. Das mit dem Auto, ich denke, das läuft jetzt soweit. Ich denke, dass ich im Laufe der Woche
jetzt auch anmelden kann. Und dann kann ich so ein paar Kleinigkeiten reparieren noch. Ist noch eine Schublade kaputt von der Küche, also in dem Bulli. Ich sag mal Bulli, es ist ein Mercedes. Ja, also ist kein VW. Auch was viele nicht wissen, ich habe wieder geguckt, ich habe bei meinem alten, ich hatte ja vorher auch eine V-Klasse, ohne Campingausstattung allerdings. Ich glaube, ja, die V-Klasse gibt es gar nicht mit Campingausstattung. Ist auch egal. Auf jeden Fall hatte ich da geguckt, da waren die Volkswagen waren im Schnitt 3000 Euro teurer als ein Mercedes. Und da habe ich mir gedacht, nee, warum soll ich denn jetzt mehr Geld bezahlen? Und deswegen habe ich den Mercedes genommen. Im Nachhinein habe ich es teilweise auch ein bisschen bereut, weil die Leute dann immer sagen so, also es ist auch wirklich ein Phänomen, du kannst da mit so einer abgerotzten Karre ankommen, sobald da ein Stern drauf ist, oh, der Mercedes-Fahrer kommt. So, bäh, weißt du? Dann denkst du so, Alter, was soll das? Das ist die letzte Hure hier. Und der alte Bulli, das war wirklich eine Hure. Ich sag das nicht nur so, der war so fettig, ne? Ja, aber gut, der war auch 3000 Euro billiger, ne? So. Aber das sehen die Leute dann nicht. Und jetzt bei dem Marco Polo, den ich habe, wieder das Gleiche, ne? Wenn du eine ähnliche Ausstattung haben willst von California, also kommst du mit 3000 Euro mehr nicht hin, ne? Und wir reden hier von einem sehr guten fünfstelligen Betrag, ja? Gebraucht, wie gesagt. Kein Neufahrzeug, ne? Neu kostet so eine Karre irgendwas zwischen 60.000 und 70.000 Euro, ne? Und wenn man bei Mercedes überall das Kreuzchen sitzt, kommt man noch auf 80, ne? Da gibt's ja alles für. Wenn du Fliegengitter in der Tür haben willst, kriegst du auch welche mit Fliegengitter, ne? Du schlägst nur Purzelbäume, wenn du den Preis dann siehst, ne? Aber wie gesagt, es geht jetzt bergauf. Das Blöde ist, dass jetzt gerade quasi das Spiel noch ein bisschen kaputt gemacht wurde durch den Patch. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich bin jetzt auf der Melo ein bisschen rumgefahren, habt ihr gesehen. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich jetzt spielen soll, welche Map. Welche Map ich weiterspielen soll, welche Map hinten runterfallen wird. Ich versuche das auch immer so ein bisschen in den Klicks auszumachen, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Aber das schwankt auch. Mal wollt ihr das sehen, mal wollt ihr das sehen. Ein bisschen mag auch der YouTube-Algorithmus dahinter stecken. Ich denke mal, einige Videos kommen halt in den Video-Vorschlägen öfter vor als andere Videos. Und deswegen habe ich teilweise unterschiedliche Klicks auf meinen Videos. Deswegen kann ich das jetzt nicht so wirklich beurteilen, was ihr sehen wollt. Wenn ich euch frage, dann schreiben 10 Leute 10 verschiedene Sachen. Das kann ich also auch nicht machen. Ich mache einfach weiter so wie bisher. Ja. Immer schön ruhig, Popöchen, Popöchen, eins nach dem anderen. Und ich finde das ganz toll, dass ihr immer noch bei mir seid. Diego ist draußen, habt euch lieb.